So, der Schilling meldet sich zurück zur Welt von Arklord 2. Heute ein etwas kürzeres Video, dafür umso spannender und wichtiger, vor allem für bestehende Spieler. Es gibt den Endboss aus dem ersten Kron Dungeon auf Albtraum. Und ich habe auch was herausgefunden, was recht interessant ist für Gruppen. Man hat links dann so eine Party-EXP-Leiste und wenn die voll ist, kann man beim S eine Special-Fähigkeit, die hält dann 10 Minuten, auswählen. Es gibt 4 zur Auswahl. Schaden um 10% erhöht, Abwehr um 15% erhöht, Attack Speed 10%, Crit-Rate 10% oder eine Heilung. Jo, sollte man als Gruppenleiter auf jeden Fall immer machen. Der Endboss, Stufe 12, hat fast 30.000 Lebenspunkte und die Musik ist so richtig episch im Hintergrund. Ich drehe die wahrscheinlich immer ein bisschen leise, aber trotzdem. Wenn man nur so kämpft, ohne dass ein Schilling dazwischen redet, das ist ziemlich fein. Aber worum es auch gehen soll, was ich noch jetzt hier in ein paar Minuten unterbringen möchte. Die Server werden zusammengelegt und zwar die EU-Server. Es gab ja den deutschen Ishgar, auf dem ich gespielt habe, aber hier Europe Lokan, dann Deutsch Ishgar und François Chimera oder Chimera werden zusammengelegt und der Server wird dann heißen Europe Dimotic. Und das hat den Grund, es soll bald eine neue Erweiterung kommen auf Level 46 und da wird man wohl viele Spieler brauchen auf einmal. Und anscheinend sind noch in der Beta die Server ein bisschen leer, beziehungsweise auch im High-Level-Bereich, wo man die Leute dann benötigt. Und deshalb werden die Server zusammengelegt oder wie man das auch immer nennt, Server-Merge. Denke ich mal, so heißt das ja. Und es gibt aber jetzt was zu beachten. Nämlich die Charaktere und so, die transferiert werden. Angenommen, man hat auf mehreren Servern Charaktere, dann werden nur die mit dem höchsten Level transferiert. Also sagen wir mal, ich habe einen Level 1er Schilling auf dem französischen Server und einen Level 10er auf dem deutschen, dann wird nur mein Deutscher mitgenommen. Und noch dazu, ganz wichtig, zur Erinnerung, diese Daten werden gelöscht. Lagerinhalte betrifft nur das Lager, das von den Charakteren auf einem Server geteilt wird, nicht das Shop-Lager. Also, diese Inhalte werden gelöscht, sprich sollte man sich eher nehmen, das Wichtige. Dann Briefkasteninhalte, also Postanhänge, auch ganz wichtig, alles noch schnell mitnehmen, Überraschungskisten, was auch immer man erhalten hat. Und Auktionshausinhalte, deshalb am besten ab heute nichts mehr ins AH stellen, denn die Wartungsarbeiten sind wohl am 26. August 2014, also in gut einer Woche. Und danach hat man, ja, nur noch einen Server für Europa. Grund, wie gesagt, die Spieler, da müssen mehr Leute auf einem Server gebündelt sein. Und das ist es schon. Der Dungeon ist bewältigt, der Hof der Blutwalzen auf Albtraum. Hat ein bisschen länger gedauert, muss ich sagen. Wir waren zu dritt. Einer davon hat gesagt, er hat noch nicht so viel geskillt, weil er sich nicht verskillen wollte. Und deshalb ein bisschen weniger Damage. Aber ansonsten ging das locker flockig, hat Spaß gemacht. Und der Dungeon gab dann so eine Kiste. Wir haben es mit Doppel-S oder Triple-S oder so geschafft. Nichts Atemberaubendes. Ja, ich wollte das nur jedenfalls kurz loswerden und auf jeden Fall den Boss auch separat zeigen, denn der war schon ein gutes Stück, der hat schon Spaß gemacht. Ja, das nächste Video wird zu 90% ein PvP-Video, habe ich schon aufgenommen. Da bin ich ein bisschen durch das umstrittene Gebiet gegangen und habe ein paar Leute gefunden. Und ansonsten würde ich sagen, geht es dann einfach beim nächsten Mal weiter.